Moin! Moin! Heute geht es darum, was du unbedingt vermeiden solltest, wenn du mit deinem Seelenpartner zusammenkommen möchtest. Wenn du eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft leben möchtest. Wenn du mit deinem Seelenpartner auswandern möchtest oder wenn ihr irgendein Projekt vorhabt, was ihr gemeinsam erschaffen wollt oder auch wenn ihr in die neue Welt gehen wollt. Und was das ist, das verraten wir dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind Annette und Butz. Heute wieder live aus Kapstadt, aber aus dem Garten, weil am Strand warst du, wenn ich da wäre, wahrscheinlich weggeflogen. Genau. Okay, los geht's. Ja, was ist der, oder ich würde nicht sagen Fehler, aber was ist etwas, was wir als Menschen ganz automatisch machen, womit wir sozusagen groß geworden sind, was uns gar nicht so bewusst ist? Schuld. Es geht heute um Schuld. Und du kannst ja gerade für dich mal checken, in welcher Situation du gerade bist mit deinem Seelenpartner. Kann es sein, dass es dir manchmal passiert, dass du deinem Seelenpartner die Schuld gibst, weil ihr noch nicht zusammen seid, weil er vielleicht noch verheiratet ist oder vergeben ist und sich noch nicht so traut oder nicht in die Pötte kommt und du in die Geliebte gerutscht bist und das vielleicht eigentlich gar nicht wolltest? Oder ihr wollt euch jetzt gerade eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft aufbauen und das ist vielleicht alles gerade gar nicht so rosig, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt. Jetzt habt ihr es endlich geschafft, zusammenzukommen und jetzt wollt ihr losstarten und jetzt werden euch ganz schön viele Hindernisse in den Weg gelegt. Ich meine, wir sind durch ein ganz schönes tiefes Tal gegangen am Anfang. Definitiv, ne? Weißt du, ne? Ja, da lagen ein paar Steine. Ne? Aber richtig große Brocken. Und da nicht Gefahr zu laufen oder in die Falle zu tappen und dem anderen die Schuld zu geben, weil, da habe ich ja auch schon oft drüber gesprochen, bei Seelenpartnern geht es ja auch darum, dass ihr wächst und reift, dass ihr in eure wahre Größe kommt. Das heißt aber auch, dass dadurch natürlich Schattenthemen, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, auch hochkommen dürfen und müssen, damit die bearbeitet werden. Und das kann natürlich nicht so einfach sein oder nicht so leicht für den Partner zum Beispiel, der damit umgehen muss, dass der andere vielleicht gerade etwas gebärt sozusagen. Nicht, ne? Genau, nicht so weit ist. Ne? Nicht so weit ist, vielleicht noch etwas länger braucht oder vielleicht da selbst noch Themen hat, die gerade hochgekommen sind, die jetzt erstmal bearbeitet werden müssen und man sich vielleicht dann so ein bisschen in so einer Falle fühlt, wo man nicht so genau weiß, wie komme ich denn da jetzt raus. Und was wir Menschen halt gerne machen, ist, dass wir sagen, du bist schuld, dass das nicht funktioniert. Das ist ja leichter, ne? Ja, logisch, die Schuld abzugeben. Und das ist immer das, was wir Menschen ja machen. Wir suchen ja immer Gründe im Außen. Das heißt jetzt nicht, dass du schuld bist, ne, sozusagen, dass er nicht in die Pötte kommt oder so. Das meine ich damit gar nicht. Aber was wir mit diesem Video erreichen möchten, ist, dass du in eine neue Perspektive kommst, dass du ein bisschen aus diesem aus dieser Sicht, die wir als Menschen haben, ja gerne auch mit Scheuklappen rauskommst, dass du dich erhebst und dass du einfach mal die Situation, die ihr jetzt gerade ganz speziell habt, einfach mal neu betrachtest. Weil das kann so viele verschiedene Gründe haben, warum ihr das erlebt. Und nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir von der Gesellschaft haben. Wenn das so ist, dann ist das so und nicht anders. Ja. Sondern es geht ja jetzt darum, auch in der neuen Welt einfach facettenreicher zu denken, viel bunter zu denken und vor allen Dingen auch im Einklang mit der Seele zu sein. Das heißt, sich auch zu fragen, warum erlebe ich das eigentlich gerade? Warum sind wir noch nicht zusammen oder warum traut er sich noch nicht? Weil das kann mit euch beiden zu tun haben, denn Seelenpartner spiegeln ja auch ganz viel. Mhm. Zum Beispiel einmal auf der einen Seite, dass du es dir vielleicht noch gar nicht erlaubst, dass er wirklich dein Seelenpartner ist, dass du so tief geliebt werden darfst und kannst und wirst. Und das sind halt auch diese ganzen tieferen inneren Überzeugungen, die wir haben, die jetzt eben auch angeguckt werden dürfen. Ja. Und da bringt euch Schuld nicht weiter. Weil du bist schuld, dass ich glücklich bin und all diese ganzen Sachen bringt euch nicht weiter. Das hemmt euch nur. Sondern jetzt geht's darum, in eine andere Energie zu starten, nämlich in eure Energie, dass du für dich einfach mal guckst, wie kann ich denn die Situation, die wir jetzt gerade haben, einfach mal neu beurteilen. Denn das ist ganz, ganz spannend, wenn du dir das erlaubst, wenn du wirklich in deine Liebe gehst, wenn du aus deinem Herzen agierst und nicht vom Ego, weil Schuld ist Ego. Ja. Und Vertrauen. Auch Vertrauen, dem Partner vertrauen, dir selbst vertrauen und eben auch euren Seelenvertrauen, dass der Zeitpunkt zum Beispiel auch richtig ist, dass ihr das jetzt gerade erlebt. Weil das war ja auch bei uns so. Ich meine, ein ganz, ganz krasses Thema, was wir auch hatten, war Auswandern sozusagen nach Südafrika zu gehen. Für mich war das ja so, als wir uns da kennengelernt haben, ich meine, unsere Story kennst du wahrscheinlich schon, war das ja in Kapstadt, wo ich gelebt hatte. Und für mich war das, ich meine, ich bin ja nicht umsonst hierher gegangen, sondern das hatte ja einen ganz bestimmten Grund gehabt und ich wollte natürlich auch noch gerne länger bleiben. Ich wollte jetzt gar nicht nach Hause sozusagen, nach Hamburg. Ne? Aber als Lutz in mein Leben kam, war das zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit, die wir hatten, zusammen zu sein, dass ich eben nach Hamburg komme. Richtig, ne? Weil da warst du noch nicht so weit.
So, dann hätte ich ja sagen können, der ist schuld, ne, dass ich jetzt weggehen muss. Nein. Sondern da auch im Vertrauen zu sein und zu sagen, okay, dann lasse ich mich drauf ein. Du hast mir vertraut. Ja, ich habe dir vertraut. Ja. Aber auch habe ich natürlich gesagt, du musst mir eins versprechen, dass wir eines Tages natürlich nochmal wieder zusammen nach Kapstadt gehen. Ja. Und ich glaube auch, dass damals, und das meinte man mit diesem betrachtet mal eure Situation genau und nochmal auf eine andere Art und Weise, wäre das ja damals so gewesen, wie wäre es zu mir gekommen. Richtig, ja. Und jetzt, wie wir das jetzt, war es so, wir bauen uns das gemeinsam auf. Da war ich ja blockiert und konnte noch nicht. Genau. Und du hast mir vertraut. Ja. Und das ist eben das, wenn man einfach die Situation mal neu betrachtet, mal anders und nicht aus dem Ego heraus, sondern aus dem Herzen, aus der Größe der Seele und sagt, oh, Moment mal, was passiert hier gerade? So, nun hat das 10 Jahre gedauert, ne, bis Lutzelmann jetzt auch mal mit mir hierher gegangen ist. Er braucht immer etwas länger, ich bin etwas schneller. Ja. Aber das gehört eben auch dazu, bei der Seelenpartnerschaft damit umgehen zu können. Dass der eine langsamer ist, der andere schneller. Dass du sehr viel Geduld üben darfst. Ja. Das heißt aber nicht, dass du dich aufgibst, weil das war mein Traum. Und natürlich wäre ich gerne schon eher hier gewesen, aber die Zeit war noch nicht reif. Es muss ja erstmal mein Traum werden auch. Es musste erstmal dein Traum richtig werden. Ja. Du hattest das zwar schon immer so ein bisschen, aber du hast dich noch nicht getraut, dich wirklich dafür zu entscheiden. Richtig. Und dann ist das Spannende, was dann eben auch passiert. Also ich wusste dann auch schon, länger vom Gefühl her, so jetzt wird's Zeit, wir werden jetzt auch gehen. Und wenn er noch nicht hätte mitkommen können, dann wäre ich schon mal alleine gegangen. Aber für mich war es, ich hatte die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt aber auch bald mal gehen, weil ich muss das jetzt hin, weil Kapstadt ruft mich. Also das hat mich so angezogen. So. Und dann ist das Spannende, wenn ihr im Vertrauen seid, weil vieles können wir als Menschen, da checken wir noch gar nicht, warum jetzt, was die Zeit ist und wann, sondern das ist ja das Tolle, wenn wir uns mit unseren Seelen verbinden können und da wirklich in die Anbindung gehen können. So, und dann kommen ja diese äußeren Umstände hinzu. Ne? Damit meine ich nicht euch im Außen orientieren, aber da kommen dann so Möglichkeiten in euer Leben. Und das meine ich ja immer, seid offen dafür, wenn ihr, wie gesagt, einen Wunsch habt, weil das Universum und eure Seelen schicken euch die Möglichkeiten, war das so, dass wir eben gebeten wurden, aus unserer Wohnung auszuziehen, aus unserer wunderschönen Wohnung in Winterhude. Ja. Und ich fand es ja mega cool. Ne? Also der Vermieter ist ja ein Freund von uns gewesen und ist dann auf Lutz zu und hat gesagt, du Lutz, größeres Projekt und ich müsste das halt, wie gesagt, verkaufen, die Wohnung und wäre es in Ordnung, bla bla bla. Wir sind dann natürlich auch in Verhandlung getreten, ist ganz logisch. Aber was das Tolle war für mich, war sofort, als du nach Hause kamst und mir das erzählt hattest. Ne? Du hast dich gefreut, ne? Ich war sofort. Ich war schockiert. Yes. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt, das ist sozusagen unser Arschtritt sozusagen, dass wir jetzt nach Kapstadt gehen können. Und das, ich hätte jetzt natürlich die ganze Zeit sagen können, Lutz, du bist schuld. Du bist schuld, dass wir immer noch nicht gegangen sind. Und darum geht's nicht. Nee. Weil je nachdem, aus welcher Perspektive du eine Situation betrachtest, verändert sich ja auch der Grund dafür. Du siehst das ja ganz anders und nimmst das ja auch ganz anders wahr. Also gibst das Thema Schuld in der neuen Welt sowieso nicht mehr. Nee. Sondern, dass du wirklich bei dir anfängst, weil alle Veränderung beginnt in dir. Vielleicht sagst du jetzt ja, wie lustig, ne? Ich meine, Hans-Dieter oder Peter oder das wie auch immer. Das wurde ja unabhängig voneinander zum gemeinsamen Traum. Das wäre das Schöne gewesen. Ja. Ich habe mich dafür entschieden, du hast dich dafür entschieden und dann wurde es ein gemeinsamer Traum. Richtig. Und das war das Schöne dabei. Ja. Also ohne, dass du mich unter Druck gesetzt hast, aber... Dann habe ich gemerkt, jetzt muss es sein. Ja, da war dann schon ein kleiner. Ja, ja. So, aber was ich noch sagen wollte jetzt mit Klaus Lieder und Hans-Peter und so, also wenn du den Namen trägst oder so, bitte, das ist nicht böse gemeint, sondern das fiel mir jetzt gerade so ein, nur um das als Beispiel zu nehmen, wenn du jetzt sagst, aber ich wäre ja bereit, aber er macht das ja noch nicht. Er wird einen Grund haben, warum er das noch nicht macht. Und es wird einen Grund haben, warum das auch zwischen euch so ist und wie das gespiegelt ist. Und ein Channeling finden wir es immer heraus. Das ist ja mega, mega cool, um das dann auch ändern zu können. Aber das eben, wie gesagt, deine aktuelle Situation, wie sie ist, schreib das gerne mal in die Kommentare, einfach mal neu zu betrachten. Was würde da bei dir passieren? Wie würdest du diese Situation einfach neu sehen? Und da geht's halt nicht nur um Schuld. Und auch aushalten zu können, dass der andere vielleicht noch nicht so schnell ist. Aushalten zu können, dass der andere noch nicht bereit ist. Ne? Auch respektieren. Ganz klar musst du immer auch bei dir bleiben und schauen, wie geht's mir dabei? Was mache ich mit und was nicht? Und vielleicht gehört es dann eben auch dazu, eine Zeit lang loszulassen. Den anderen in Liebe loszulassen, zu sagen, okay, ich kann jetzt so nicht weitergehen. Dass der andere... Aber das ist auch wieder eine Chance für den anderen, eben dann aus dem Quark zu kommen, zu sagen, oh, ich muss ja etwas ändern, weil sonst geht sie weg oder er eben weg, je nachdem, was das jetzt bei dir für eine Situation ist.
Und das ist wirklich das Coole, wenn du aufhörst, die Schuld zu suchen bei dem anderen oder auch bei dir selbst, such die Schuld nicht bei dir. Es geht nicht um Schuld, sondern bei Seelenpartnern geht es immer darum, dass ihr beide etwas lernen dürft. Und das ist das Tolle. Es ist nicht dieses einfach blinde Reinstürzen und jetzt gucken wir mal, was passiert, sondern ihr werdet richtig herausgefordert. Und diese Herausforderungen, habe ich neulich auch schon drüber gesprochen, sind so, so, so wichtig jetzt für die neue Welt. Weil jetzt geht es darum, diese Herausforderungen zu meistern, sonst würdest du die doch gar nicht kriegen. Ihr würdet diese Herausforderungen nicht kriegen, wenn ihr das nicht meistern könntet. Und das finde ich das Coole. Wenn man das für sich versteht, dass die Herausforderungen da sind, um sie zu meistern, weil sie dir helfen zu wachsen und zu reifen. Richtig. Und auch für euch beide, die Vorbereitung auch für eure Seelenpartnerschaft, wenn ihr jetzt noch ganz am Anfang seid, das macht einen enormen Unterschied. Und spür dich mal rein, was das bedeutet, wenn es eigentlich alles gut ist und wenn es eigentlich alles richtig ist. Damit meine ich jetzt nicht, dass wenn er sich vielleicht total bescheuert fällt oder so, dass jetzt, ach, ist alles gut oder so. Ne? Das meine ich überhaupt nicht. Das muss man natürlich immer noch mal differenziert betrachten. Aber du weißt, was ich meine. Es geht wirklich darum, eine ganz neue Denkweise zu bekommen, eine ganz neue Sichtweise zu bekommen und vor allen Dingen dieses Wir, dieses Gesamtkunstwerk von dem Seelenpartner zu sehen. Ja, ist dann auch wesentlich leichter, ne? Ich bin die Mona und du die Lisa, oder was? Also, dass man dieses Gesamtkunstwerk sieht. Ja. Ne, diese Einheit, die ihr ja seid, weil ihr seid ja wirklich ein Teil eurer Seele. Und das ist das Spannende. Und wie gesagt, auch in diese Weisheit zu kommen, dieses Wissen, ihr kommt ja zusammen. Es ist jetzt diese Hürde da. Aber die gilt es zu meistern, die könnt ihr meistern. Es geht nicht mit Schuld, weil Schuld ist immer eine Einbahnstraße. Und vor allen Dingen richtet ihr euch das ja dann auch gegen euch selbst. Weil je mehr ihr irgendjemand anderem die Schuld gibt, ist das immer eine Energie, eine negative Energie kommt aus dem Mangel heraus, die zurückkommt. Ja. Damit tut ihr euch überhaupt nichts Gutes. Sondern überleg doch mal, wie könntest du deine Situation jetzt neu sehen? Wie gesagt, und schreib das mal in die Kommentare, sind wir mega gespannt drauf, was das macht, weil das wird alles verändern. Also es geht nicht darum, irgendwelche Schuld zu suchen, nicht bei deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin und auch nicht bei dir selbst, sondern wirklich das Gesamtkonstrukt zu sehen und wirklich zu gucken, was hat meine Seele hier vor? Vielleicht will die auch Geliebte sein und hat einfach mal Bock, das hier auszuprobieren. Ich meine, deine Seele ist inkarniert, um diese emotionalen Erfahrungen zu machen. Wo wir als Menschen sagen, oh nee, das will ich aber nicht, deine Seele, habe ich voll Bock drauf. Das sind eben auch nochmal so Sachen, was ganz, ganz spannend ist, wenn du in die Connection mit deiner Seele gehst, was sie hier vorhat. Und es ist niemals gegen dich, es ist niemals gegen euch und vor allen Dingen nicht gegen euch Seelenpartner, weil eure Seelen wollen ja, dass ihr endlich zusammenkommt, aber auch den Weg dahin genießt. Es geht ja auch um den Weg. Ja. Das ist ja immer, wir wollen immer sofort am Ziel sein und erst wenn wir am Ziel sind, dann haben wir es geschafft und dann ist es geht um den Weg. Der den ist ja gerade auch so spannend. Ja, und wie toll ist das, ne? Auch zu erleben, wie der andere dann immer stärker wird oder der andere sich immer mehr traut und das, wie gesagt, auch was du ja eben auch meintest, das zu einem gemeinsamen Traum. Ja. Aber das braucht eben manchmal Zeit. Der eine ist schneller und der andere ist langsamer, wie auch immer. Aber sich da auch in Liebe und in Geduld üben. Das, glaube ich, ist auch mega cool. Ohne sich natürlich zu verraten oder sich zu verlieren. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich drauf achtest, dass du da eben auch bei dir bleibst, aber auch diese Gemeinsamkeit spürst. Es geht nicht mehr darum, ich will das so und so, sondern wie wollen wir das gemeinsam lösen? Auch wenn der andere vielleicht noch nicht so bereit ist, so kommunikativ, das müsst ihr Jungs ja manchmal erst lernen. Ne? Ja, das dauert manchmal. Ne? Das ist eine Phase, auch das ist ein Prozess, dass die Jungs einfach auch trauen, sich mehr mitzuteilen. Aber das wird jetzt alles und das ist das Schöne, weil, wie gesagt, das Universum hat uns jetzt diese Plattform gegeben, dass wir uns immer mehr selbst finden können, immer mehr in die Selbsterkenntnis gehen und immer mehr wir selbst sein dürfen. Und das ist ja auch das, was jetzt eben wichtig ist für die neue Welt. Und das sollen wir jetzt machen. Und da hilft uns natürlich die Seelenpartnerschaft enorm, weil das ja der Weg zu dir ist, beziehungsweise zu einem selbst. Genau. Wir senden euch jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ja. Ihr schafft das. Und Seelenpartner sind einfach cool, oder? Ja. Ich meine, das ist die schönste Liebe, die du leben kannst. Wow. Love you. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.